Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chaos auf Deponia. Hier auf dem Kanal von Ulm Freund und wir machen dann, muss ich mal sagen, ich habe ein bisschen gechillt, aber wir machen dann direkt im Anschluss weiter. Und zwar, genau, Münzgeld. Wir haben jetzt wunderschönes Münzgeld. Und da trinken wir natürlich jetzt in den Pastetenautomaten. Damit wir eine Pastete haben. Verdammt, die Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ist zu groß? Dann schnürkeln wir sie halt kleiner. Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Jetzt haben wir kein Toilettenpapier mehr, aber eine glatte Münze. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Nee, du isst die jetzt nicht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Ja, dankeschön. Dankeschön. Jetzt ist es leer. Also da ist ein Pastetenautomat für eine einzige Pastete. Das ist natürlich sehr lukrativ, bestimmt. Boso, habt ihr was zu essen für dich? Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Okay, wir müssen die also selber erst blau machen. Mit Zahncreme ist sie vielleicht blau? Pasta auf die Pastete. Oh, ich bin aber auch jetzt gerade ein Kombiniermeister. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Bevor wir die jetzt... Oh, wir haben leider das Münzgeld schon weggetan. Bevor wir die jetzt in der Bose ausprobieren, müssen wir noch die Pastete mit der Mutter verbinden. Das dürfen wir nicht vergessen. So, Pastete. Wie nennt man Fleisch im Teigmantel? Deine Mutter. Zu schön, ey. Zu schön. Haben wir echt Shampoo benutzt? Das findet man in keinem. Okay, ja, das hatten wir schon. Och, Mann, das mit Geld hätte ich gern interessiert. Was kostet nur ein Pfennig? Deine Mutter. Oder sowas. So, jetzt hier die Pastete für dich, Mr. Boso. Was hast du da? Etwas zu... Eine Pastete. Wow. Ich weiß, blaue Zwiebeln. Ich sag... Hätte mit etwas Pastete... Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Hä? Wir haben doch jetzt schon die Pasteten, Zahnpasta-Pasteten, aber mit ein bisschen Pfeffer? Man kann nie genug Pfeffer haben. Ernsthaft jetzt? Hey! Keine Panik. Ist alles auf der Pastete gelandet. Okay, dann noch Shampoo. Solche echte Pro. Beim Belegen einer Pastete sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erneut sind es allein die Limitierungen des menschlichen Verdauungstraktes, die meiner kulinarischen Neugierde die Flügel stutzen. Okay, gut, dann mit Staub. Und oh, jetzt ernsthaft? Ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Warum? Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Okay, ein Korkenzieher vielleicht. Ein Belegen einer Paternoi. Okay, gut, aber jetzt kannst du auch die Pastete haben, Boso, der Arme. Was hast du da? Etwas. Eine blaue, wie bei ich hätte mit etwas. So. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Oh, bitte. Ich glaube. Ach, komm schon. Was denn noch? Ein Belegen erneut. Alter, was nichts denn? Ich sag ja schon. Ja. Komm, und wir reden mal mit Doc. Wir reden mal mit Doc. Okay. Was denn noch? Oh nee, oder? Oh nee, oder? Ich will's. Nee. Alter, warum hassen wir Boso so? Was tut er uns denn? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum.
Selten so gelacht. Okay, es geht nicht. Oh, doch, ich hätte schon fast gedacht. Können wir eigentlich das Klo freispülen mit Shampoo? Okay, ich trage selten. Oder mit Zahncreme? Okay, ich trage selten. Ich meine mit Zahncreme natürlich. Okay, ich trage selten. Dann spüle mal richtig. Schon steh mir bei. Die Spülung von da muss irgendwo ein Leck. Ein Leck in der Leitung, okay. Puh, krieg ich einen kleinen Müdigkeitsanfall. Ja, was machen wir dann jetzt noch mit der Pastete? Wir haben doch schon alles da reingetan, was wie ekelhaft ist. Ich überlege gerade noch ein bisschen Abfälle da rein zu tun. Okay, ich trage selten. Okay, dann mit dem Fisch. Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Okay, das funktioniert auch nicht. Ich sehe gerade, hier oben ist ein Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ich glaube, das sind die Fenster von dem Zimmer. Das heißt, das linke ist von dem Wahrsager, das ganz rechts von dem Lakentyp. Das heißt, wir müssen durch das Fenster vom Wahrsager rausgehen, ne? Ja, was machen wir denn jetzt noch auf die Pastete? Ich behalte das. Ich hab doch Tats. Dieser Verlierst und zwei. Ein Schlüssel auf reinpacken? Nee, komm, diese Situation wichtig. Solche Taschen sind echt. Das würde ich. Nee, das klappt alles nicht. Eine Pastete für den Typen. Können wir den vielleicht zum Niesen bringen? Haben wir noch irgendwas? Naja, wenn nicht mehr. Er braucht keine Welt vorausgesetzt. Hey! Ich dachte, ja. Wir sind auch. Also, wenn wir hier drin uns den Lager solche Taschen ziehen. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außer komisch. Alter, vielleicht wow, bloß Anzug. Frisch gewaschen. Ich sehe keinen Unterschied. Dann gehen wir doch nochmal zum Seher. So, der Schuppen der Kapuze. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige. Ich denke. Die passiert auf dem Kopf. Kein. Bist du am Nein. Schwimmen. Was habt nur in einer. Ja. Dann vielleicht. Hallo? Ist da draußen jemand? Da. Das geht auch nicht. Solange Pastete? Ich noch Platz in. Nein. Wir brauchen noch eine Zutat für die Pastete, aber ich weiß nicht was. Was können wir noch hier? Einmal unter die Kaffeemaschine halten. Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und Zeit für die nächste. Ich bin jetzt mit der Mutter. Wie nennt man deine Mutter? Nee, okay. Da will er ja auch nicht rausgehen, ne? Da will er ja in Deckung bleiben. Hast du den Korkenzieher eigentlich mit der Mutter mal? Was findet man häufig am oberen? Ja, okay, das hatten wir. Hier können wir auch nichts machen, ne? Oder der Kaffeemaschine haben wir nichts gemacht. Für die Akkundprax, Zeit für die. Für die Akkundzeit. Dau. Für die Akkundzeit. Für die Akkundzeit. Können wir mal dreckig machen, wo ist das Anzug? Für die Akkundzeit. Nee. Für die Akkundzeit. Ich. Alter, geh mal, der Pastete. Was fehlt da noch? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Also, er soll eine blaue Zunge bekommen. Das bekommt er wahrscheinlich allein schon durch die Pastete. Dann Fieber. Fieber mit einem ja warm, mit einem richtig heiß. Wenn man Fieber hat. Ich kann die Heizung nicht nochmal hochstellen, ne? Das ging ja nicht. Die Heizung ist auch nicht, dass ich denke. Ja. Die Heizung nicht, dass ich denke hier vor allem. Die Umwelt, ja. Rufus, eins. Ich bin ein wenig überfragt. Gut, da ist er noch. Quidien zur Pastete, ne, hilft uns auch nicht, ne? Ne, hilft uns. Oh, da steht bloß Kacke. Da ist ja schon Kacke drin. Der Pastete. Wieso können wir die jetzt nicht einfach
dem Dingens geben. Nichts, ich und ich. Ich sag ich ja schon. Hier, Doc. Hey, du rät nicht hier. Ich bin auch Mensch. Immer bitte mich hin. Ja, das bringt alles nichts. Was hast du da? Etwas zu. Eine Bohr. Ich war blau wie bei den Schönen. Ich sag. Hättest mit etwas Pastete im Magen. Was ist? Was hast du denn? Etwas eine Pastete. Oh, ich werde noch. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Pet mit. Blaue Zunge, was ist? Husten, Schnupfen, Fieber. So. Schnupfen geht durch das Pfeffer. Husten durch den Staub. Laut voraus. Schnupfen, Fieber durch die Zahncreme. Ob der Fieber? Nee. Vielleicht die blaue Zunge. Vielleicht der blaue Zahncreme. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, die kommt ja auch durch die Pastete. Vielleicht ist das eine blaue Pastete. Fieber. Bei Belegen einer Pastete erneut. Ich könnte dieser Verlauf der erstens und zweitens. Irgendwas mit dem Kopfkissen Läuse, machen. Schupche. Der Vorbesitzer dieser. Dieser Ver. Und zwei. Dieser E und zwei. Dieser Verlauf. Yes und zwei. Dieser E und. Wir haben nichts damit zu kombinieren. Das ist jetzt irgendwie blöd. Können wir echt nicht in die Toilette stopfen? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck selten. Wie ein Korkenzieher. Okay. Ich trage nee. Selten. Spülung. Okay. Ich selten. Okay. Ich trage selten. Was soll ein Der hat ja. Sollst du irgendwie da. Okay. Ich trage selten. Irgendwie die Kacke rausholen. Okay. Ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten. Okay. Ich selten. Wieso geht das okay, alles nicht? Okay. Ich selten. Wieso geht es alles nicht? Kacke in die Tasche? Nee, Kacke an die Pastete. Dann die Leute hier. Pastete. Wir. Und die. Und den Rest haben wir mit denen schon ausprobiert, ne? Schon das Shampoo? Wie oh. Habt das Läuse-Ding an die anheften? Ich müsste. Verdammt. Gibt's Wäsche nehmen? So ist, ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen. So. Nee, wir kommen ja auch nirgendwo hin. Wir sind auf diesem komischen Balkon. Ganz schön dafür, das sind meinetwegen können sie andererseits. Shampoo reingeben. So ist ich so. Ich müsste. Oh. Verdammt. Hier kommen wir auch nicht weiter. Gehen wir nochmal zum Seher. Bei dem Seher können wir eine Pastete vielleicht in den Kopf tun. Kai, bist du an der Schwäche? Ja, die ist ja safe für den Dingens. Weil sie es dann. Ich könnte aber du hast doch Schuppen. Siehst du das denn nicht? Aber dieses könnte. Es wäre aber. Und wo sind die eigentlich weg? Ich sehe doch keinen Schuppen. Eigentlich wird sowas ja immer angezeigt. Zu lang. Ich könnte ein Max, aber das. Das funktioniert alles nicht. Irgendwie das Gefühl. Hey! Dass hier was nicht richtig ist. Dass ich irgendwas übersehe. An dieser Stelle, wenn ihr irgendwie wisst, wie es weitergeht, schreibt schon mal in die Kommentare. Denn, weiß ich nicht. Irgendwie das Gefühl, hier stimmt was nicht. Sachen kombinieren. Solche Taschen sind echte. Solche echt. Solche echt. Ich muss einfach mal kurz alles ausprobieren. Das wird weil ich sonst nicht weiß, was wenn das Leuchte ist. Das wird diese Situation wichtiger. Nee, Ich beharre es. Anzug, Zahncreme. Ich hab doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Solche Taschen. Solche Tücht. Dieser Verlaus erst und zwar. Dieser Fies und zwar. Löcher. Auf die Palme. Es tut mir gerade wirklich leid, wenn ich hier alles auf einmal ausprobieren muss, aber. Auf Palme. Ich stehe halt echt gerade auf dem Palme. Schlauch. Die Sicht. Nee, das geht alles nicht. Können wir irgendwie mit dem Rezeptionist reden? Der geht ja auch nicht. Oh, nee.
Wie die Tasche da suchen? Welche Tasche haben wir eigentlich noch gerade? Da sind nur noch Scherben drin. Hoffentlich bringen die wenigstens Glück. Nur noch Scherben, sagt er nur noch. Also sonst das irgendwie auch nicht mehr helfen würde. Tauschen wir die Taschen einfach nochmal, bitte. Dann... So, was ist denn hier in der Tasche drin? Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Und die passt mir nicht. Aber die Farbe steht mir. Können wir da auch vielleicht was machen? Solche echt. Solche echt. Unterwäsche. Solche echt. Wo soll ich die ja rausnehmen? Weißt du, das ist... Stehen vielleicht die... wir tun einfach mal ein bisschen Staub rein, wenn wir eh schon hier sind. Für die aktuelle Phase mal und Zeit für die... Oder vielleicht mit der Mutter? Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Deine Mutter. So dämlich. Dann können wir vielleicht jetzt zu den Wäschereileuten gehen und was mit der Unterwäsche machen. Hallo Leute. Wie wäre es mit einem... Ihr habt... Oder vielleicht mit der Unterwäsche zu dem Gespenst. Vielleicht mag das ja Unterwäsche vom Boso. Ist ja so ein Spanner. Hallo. Er braucht keine weltlichen Besitz voraus. Also mit dem müsste er halt echt noch was machen. Ich weiß nur nicht was. Er braucht vor. Er braucht vor. Er braucht nichts mit dem machen. Er braucht vor. Er braucht vor. Er braucht vor. Mit zu gar nichts. Er braucht vor. Städte, nee. Hey! Du ich Loch, dachte ja, kannst du. An das Loch kommen wir auch gar nicht ran. Das heißt, dass wir da irgendwie was kombinieren könnten. Wie ein Stinkt hey. Vor. Ich dachte ja. Durchgucken vielleicht? Hey! Ja! Hier für Mutti zum Beispiel. Ich habe die nächste. Boah, ich verstehe es nicht. Lass mal die Tür auf oder so vielleicht. Vielleicht die Tür aufschließen, Korkzieher. Ich meine, der mag es doch. Ich rede mal mit ihm. Wir haben noch Shampoo, Mann. Bevor ich dich aber allein lasse. Oh je. Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Na los, hopp. Na, verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Welches war noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Ja, und jetzt? Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gern. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken. Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist. Ja. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Können wir nicht durchs Fenster hey. Gehen? Ich würde da gern ich dachte, vorbei. Ja. Wir müssen irgendwie auf den Balkon kommen. Müssen wir halt irgendwie an den vorbei. Ach. Hier kommen wir ja nicht an den Balkon, ne? Ne, hier ist ein Gitter vor. Wie ist denn hier ein Gitter vor? Draußen ist da kein Gitter. Kapuze. Da sind die Schuppen drin. Das würde halt nicht so agieren. Das Spiel hat verstanden, dass da die Schuppen drin sind. Ich geh nochmal runter. Halt irgendwie hier nach oben. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Da müssen wir irgendwie hin, aber wie kommen wir denn da hin? Moment doch kurz, das sind gar nicht die Fenster hinten, das ist unser Fenster und Klites Fenster. Oder? Ja, muss ja. Oh, das sind ja gar nicht die anderen drei, obwohl zwei Fenster sind, das sind hier die beiden. Ja, unser Zimmer. Haben wir ein Fenster? Da hat der Boso vor. Ach, wir müssen Boso wegkriegen.
Ja, dafür haben wir auch die Pastete, mein Gott. Was hast du? Etwas zu... Eine Pa... Oh. Ich war blau wie bei... Ich hätte mit... Was ist? Rebus. Nicht ganz fertig, das stimmt doch nicht. Komm. Warum? Ich... Und aus... Blau alles... Ah. Hast du... Wenn... Nimmst... So. Da fehlt noch was. Was übersehe ich denn? Diesen Techno, mein eigen... Was übersehe ich hier denn? Und meine Heraus... Vielleicht müssen wir Klides zum Essen bringen. Zimmer 1. Ich würde... Ich... Müssen noch mal... Denken, Klied. 12. Ja, ja, wir müssen irgendwie den Bot da wegkriegen. Hallo. Zimmer... Ich würde... Was soll das hier? Ja, okay. Wir müssen irgendwie... die Uhrzeit verändern. Das ist jetzt unser nächstes Ziel mal. Wie verändern wir die Uhrzeit? So, da stehen ja so Zahlen dran. So, da hinten ist ja die Uhr. Da kommen wir gar nicht dran, oder? Das hier oder wenig. Glied ist also irgendwie... Na gut, wir müssen mal hier hinten hin. Ich bleibe lieber... Opfer. Für eine Maschine wird... Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Wir haben mit denen noch gar nicht interagiert, ne? Das müssen wir aber, glaube ich, mal machen. Und zwar mit der Zahncreme. Solange dieser... Solange dieser Oppenbot an der Rezeption steht, bleibe ich lieber in Deckung. Ja, aber den kriegen wir ja auch nicht mehr weg, oder? Und die Uhr ist doch safe kaputt, wenn man sie mal so schlagen hört. Warte, guck mal, da oben sind doch auch so Zeichen an. Oh. Das ist... Sind das die Schlüssel? Da sind auch so Zeichen an den Zahlen. Weißt du, wie unsere 5. Da ist halt so ein Viereck. Solange dieser... Geh doch mal auf die andere Seite. Wir müssen da ja irgendwie hinkommen. Ich bleibe lieb. Wie geht der... Oppenbot da jetzt weg. Oh, da hängt ein... Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Bitte was? Oh. Da hängt ein Handmeilenlieb. Ich hasse ihn halt. Okay. Gewischi Sachen waschen, aber schon das auch würde safe. Bentosaurus Zahnpasta, mögliche Nebenwirkungen, Fieber, Scheißfüße, permanente Verluste. Die sorgt für Fieber in der ganzen Sache. Das Sand für Husten, das Pfeffer für Dingens und die Pastete für blaue Zunge. Also da müsste eigentlich alles da sein. Ich glaube, das ist doch safe ein Bug, oder? Kann doch keiner erzählen. Also jetzt mal wirklich. Ist ja alles drin. Zahncreme macht Fieber. Das Staub macht Husten. Der Pfeffer macht Schnupfen. Braucht noch irgendwas Blaues. Dieser Pastet an sich ist doch blau, oder? Das nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir brauchen noch was Blaues einfach. Irgendwas Blaues. Ich bleibe lieb. So, da kommen wir aber auch nicht hin. Können wir irgendwie den Schlüssel... Können gar nicht da Sachen interagieren. Sind den Oppenbot da irgendwie wegbekommen? Boah, wie bekommen wir den da weg? Ich bleibe lieber... Entdeckung, ja. Wie bekommen wir den da weg? Irgendwas mit der Tasche machen. Solche Taschen sind echte Profis. Jetzt ist nur noch die passt mir. Ja. Aber die Farbe steht mir. Irgendwas mit der Tasche mal vielleicht ein Loch reinmachen. Solche Taschen sind doch nur was echte Profi. Geh nochmal zu Klitis. Hallo, ist da drin? Hallo, ist da? Hallo, ist da?
Dem können wir gar nichts machen. Wir sind nur der Wind. Der Wind, das liebliche Kind. Hallo, ist da dran? Das passt ins nicht einmal der Wind. Hallo, ist. Ich kann gar nichts Hallo, mit dem machen. Schlüssel hier für den Seher seine Tür. Ach, das können wir ja gar nichts machen. Wir können dann wirklich noch reingehen. Nicht abgeschlossen. Das ist ja hier ein Dorado, dass ich zuerst da war. Mit dem Schrank haben wir auch nichts gemacht, außer die süße, die schöne Quicksequenz da. Solange. Hotel. Ich behalte. Hotelwäsche scheint hier ein Selchbach. Ja. Nicht ab. Das ist gut, dass ich. Solange. Irgendwie waschen. Mann, ich wette, die müssen die Pastete einfach dem Bose irgendwie geben. Oder hier die vor seinen Augen hier essen. Laut verfallster Voraus. Erneut. Den Kleidern kombinieren oder dem Bose seinen Anzug jetzt endlich mal geben. Hier, zieh dich. Ich glaube, aber. Wer hatte. Und wenn ich mir. Dann ess doch jetzt diese Torte. Was hast du? Etwas. Eine. Boah, ich glaube, wie die. Mit. Was ist. Ach, okay. Dann beende ich an dieser Folge. An dieser Szenerie die Folge. Ich bin leider ein bisschen überfragt. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wo ich da auf dem Schlauch stehe. Also, was ich noch am besten machen sollte. Aber trotzdem bedanke ich mich schon trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Goodbye Deponia hier auf dem Kanal des Ulm Freundes. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.